Und das ist es, das neue Gesicht an der Spitze von Opel. Noch hat Thomas Setran gut lachen. Für die Fotografen posiert er fröhlich am Steuer eines Opel Amperas. Verständlich, schließlich ist Setran einer der größten Profiteure der wohl umfangreichsten Personalrochade der Opel-Firmengeschichte. Als frisch eingesetzter stellvertretender Vorstandsvorsitzender soll der 47-jährige gebürtige Augsburger übergangsweise die Geschäfte führen, nachdem der bisherige Vorstandsvorsitzende Karl Friedrich Stracke wegen chronischer Erfolgslosigkeit seinen Hut nehmen musste. Eigentlich ging es auf der Opel-Pressekonferenz heute um etwas ganz anderes, nämlich um den in Kürze stattfindenden Opel-Firmenlauf. Fragen zum neuen Vorstand und zu den Personalentscheidungen waren nicht erwünscht. Trotzdem ließ sich Thomas Setran zumindest zu einer Aussage hinreißen. Mit ihm als Chef werde es keine Experimente, sondern bestenfalls Kontinuität geben. Karl Stracke hat Versprechungen gemacht für uns als Unternehmen. Ja, wir haben Verträge, das werden wir alles einhalten. Ja, also wir sind ehrliche, ehrbare Kaufleute und dazu stehen wir auch. Ebenfalls anwesend der auch erst seit Januar im Amt befindliche neue Oberbürgermeister von Rüsselsheim, Patrick Burkhardt. Offizieller Grund für seinen Besuch bei Opel: Der Rathauschef will genauso wie Thomas Setran und weitere Opel-Vorstandsmitglieder schon bald am großen Firmenlauf durch Rüsselsheim teilnehmen. Inoffizieller Besuchsgrund: Eine gemeinsame Tasse Kaffee mit dem neuen Opel-Chef, um sich schon mal grob auszutauschen und auch ein bisschen zu beschnuppern. Wir haben ja gesagt, dass wir natürlich die neuen Gegebenheiten annehmen. Wir werden jetzt gleich zu einem Kaffee uns zusammensetzen und uns kennenlernen. Das ist der erste Schritt. Ich denke, das ist auch das Wichtigste. Wir haben viele gemeinsame große Themen mit dem Gelände, was hier mitten in der Stadt liegt. Wir wollen ein Einkaufszentrum bauen. Es geht um Wegerechte und so weiter und so fort. Also viele Themen. Und Opel findet auch in den letzten halben Jahren mehr statt in der Stadt Rüsselsheim. Und das würde ich natürlich gerne ausbauen bzw. fortführen. Auf den ersten Blick ist also alles ganz nett und harmonisch bei Opel. Doch Experten warnen bereits vor einem Spiel mit dem Feuer. Es sei nicht gerade ratsam, mitten in der bedrohlichsten Krise ohne echten Chef dazustehen. Den großen Wurf scheinen die Bosse von GM, Thomas Setran, offenbar nicht zuzutrauen. Bei den Amerikanern gilt der neue Interimschef bereits jetzt als sogenannte Lame Duck, als lahme Ente also. Und das bedeutet so viel wie eigentlich ganz nett, aber leider ohne jede Durchschlagskraft.